U-Bahn-Linie 9 in Berlin zählt zu einer der am meisten frequentierten Linien der Stadt. Sie ist insgesamt 12,5 Kilometer lang und besitzt 18 Stationen. Sie verbindet dabei die Osloer Straße mit dem Rathaus in Steglitz. Um von einer bis zur anderen Endstation zu gelangen, benötigt man 23 Minuten. Die U9 ist tatsächlich auch die jüngste der aktuell 9 vorhandenen U-Bahn-Linien in Berlin. Denn ihr erster Teilabschnitt wurde im Jahre 1961 eröffnet. Eben dieser erste Abschnitt, welcher am 28. August 1961 eröffnet wurde, führte von der Spichernstraße, wo die U9 heute die U3 kreuzt, bis zum Leopoldplatz. Die erste Erweiterung der Strecke fand dann im Jahre 1971 statt, als die Strecke von der Spichernstraße aus bis zum Walter-Schreiber-Platz verlängert wurde. Fertiggestellt wurde die U9 dann im Jahre 1976, zumindest in ihrem heutigen Ausbau. Pläne zur Verlängerung in beide Richtungen gibt es. So soll im Süden die Strecke vom Rathaus Steglitz weiter Richtung Glankwitzkirche geführt werden und im Norden weiter Richtung Pankow. Die Pläne hierfür sind allerdings unkonkret und ob sie jemals realisiert werden, ist nicht klar. Die U9 ist tagsüber immer mindestens in einem 5-Minuten-Takt unterwegs und das sogar auch sonntags. Allerdings reicht der Takt am Wochenende nicht ganz so lang über den Tag hinweg. In der Hauptverkehrszeit von Montag bis Freitag ist die U9 sogar im 4-Minuten-Takt unterwegs. Wir wollen nun allerdings unsere Reise entlang der U9 beginnen und starten somit an der Osloer Straße. Die Osloer Straße liegt nördlich der Berliner Innenstadt im Stadtteil Gesundbrunnen. Der U-Bahnhof Osloer Straße befindet sich auf dem zuletzt eröffneten Teilabschnitt der U9 und seit 1976 ist er in Betrieb. Passend zum Stationsnamen der norwegischen Hauptstadt Oslo ist auch die Wandgestaltung mit der Flagge von Norwegen ausgekleidet. Dies gilt sowohl für den Stationsteil der U9 als auch für jenen der U8. Zur U8, welche die Hermannstraße mit Wittenau verbindet, besteht hier nämlich Umsteigemöglichkeit. Beide Stationsteile sehen auch nahezu gleich aus vom Design her. An der Oberfläche besteht auch noch Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien M13 und 50, welche hier auf der Straßenbahnstrecke Richtung Virchow-Klinikum unterwegs sind. Ansonsten befindet sich hier noch eine große Straßenkreuzung zwischen Osloer Straße und Schwedenstraße. Wir begeben uns nun zurück auf unseren Bahnsteig, wo die U9 bereitsteht zur Fahrt in Richtung Rathaus Steglitz. Genau 747 Meter Fahrtweg sind es bis zur nächsten Station mit dem Namen Nauener Platz. Diese ist auf jeden Fall eher wegen ihrer Gestaltung interessant und nicht wegen der Umgebung. Die Außenwände der Station sind großflächig mit weißen Paneelen ausgekleidet. Darüber liegen zum einen der Stationsname in einem blauen langgezogenen Oval und noch einmal rote Ovale, die zwischen den Stationsschildern hängen. Die Deckenbeleuchtung ist in großen, runden, hellblauen Formen zu finden. Gestaltet wurde die Station von Rainer Geründer, welcher in Berlin viele Stationen zu jener Zeit gestaltete. An der Oberfläche gibt es wie gesagt nichts sonderlich Interessantes zu sehen, weshalb wir uns nun auf den Weg zur nächsten Station machen. Der U-Bahnhof Leopoldplatz liegt 806 Meter entfernt vom Nauener Platz. Hier kreuzen wir dann wieder eine U-Bahn-Linie, nämlich die U6. Diese verbindet Alt-Tegel mit Alt-Marienburg. Die U6 verkehrt hier bereits seit 1923. Allerdings wurde für den Bau der U9 an dieser Stelle auch für die U6 im Jahr 1961 eine neue Station eröffnet. Die Stationsgestaltung ist auf beiden Ebenen relativ schlicht, mit Fliesen an der Wand, auf der Ebene der U9 mit grünen Fliesen und Mosaiken an den Säulen. Der Leopoldplatz selbst ist ein Platz, der sich in zwei teilt und auf dem sich sowohl eine Parkanlage befindet, als auch ein Platzbereich, wo Märkte stattfinden können. Außerdem steht hier auch noch die alte Nazarethkirche.
In der Umgebung befindet sich außerdem noch ein Kaufhaus, ein Jobcenter und noch eine weitere Kirche. Wir besteigen nun wieder die U-Bahn und fahren zur nächsten Station. An die Amrumer Straße gelangen wir nach 761 Metern. Die Wände der Station sind in einem dunklen Blau gestaltet. Auf dieses Blau wurden Glaspaneele aufgesetzt, welche in einem hellblauen bzw. türkisenen Ton schimmern und wo auch die Stationsaufschrift aufgetragen wurde. Auf den Säulen in der Station sind Mosaike zu finden. An der Oberfläche befinden wir einen der vielen bzw. aber auch den Haupteingang zum Virchow-Klinikum der Charité. Insgesamt 270.000 Quadratmeter umfasst der Charité-Campus am Virchow-Klinikum und es stehen 57 Gebäude zur Gesundheitsversorgung der Berliner hier zur Verfügung. Am anderen Ende der Station befindet sich außerdem noch das Atze Musiktheater. Es geht nun auf zum Westhafen, welchen wir nach 820 Metern Fahrtweg erreichen. Auch am Westhafen finden wir für die Stationsgestaltung wieder Fliesen an den Wänden. Hier allerdings mit einigen Zahlen und Schriftstücken auf den Fliesen aufgedruckt und natürlich darf auch der Stationsname nicht fehlen. Die Säulen sind hier ebenfalls mit Fliesen allerdings in gelber Farbe ausgekleidet. Es besteht hier Umsteigemöglichkeit zur Ringbahn, also zu den S-Bahn-Linien 41 und 42. Diese verkehren, wie der Name hier schon sagt, im 5-Minuten-Takt unter der Woche um die Berliner Innenstadt im Ring herum. Dafür steht hier ein Mittelbahnsteig zur Verfügung. Außerdem stehen hier noch die historischen und optisch sehr interessanten Gebäude des Westhafens. Aber natürlich werden hier auch Güter umgeschlagen, so zum Beispiel Container oder auch Treibstoff. Den U-Bahnhof Birkenstraße erreichen wir nach 530 Metern Fahrtweg. Der U-Bahnhof Birkenstraße wird seit mehreren Jahren saniert und ist mittlerweile weit fortgeschritten bei der Ausgestaltung. Somit hat er eine neue Fliesengestaltung an den Wänden in Anlehnung an die alte Gestaltung in hellem Grün erhalten. Auch die Säulen haben eine neue Mosaikgestaltung erhalten. Die Stationsbeschriftung ist allerdings von der Schriftart her gleich geblieben. Wir fahren nun allerdings schon direkt weiter zur Turmstraße. An der Turmstraße setzt sich ein ähnliches gestaltungstechnisches Bild fort, was wir bereits an den vergangenen Stationen kennengelernt haben. Hier sind die Fliesen diesmal in hellblau gehalten. An der Oberfläche finden allerdings interessante Dinge statt. In Zukunft soll hier nämlich die Straßenbahnstrecke vom Hauptbahnhof aus enden, deshalb finden hier dafür umfangreiche Bauarbeiten aktuell statt. Die Strecke soll nach aktuellem Stand auf jeden Fall noch in diesem Jahr eröffnet werden, wenn alles klappt, sogar im ersten Halbjahr 2023. Außerdem findet sich hier noch eine größere Grünfläche mit dem Namen Kleiner Tiergarten und eine Kirche mit dem Namen Heilandskirche. Ansonsten sind in der Umgebung noch einige Geschäfte zu finden. Wir kehren also zurück in den Tunnel und machen uns auf den Weg zum nächsten U-Bahnhof. Neue Station, ähnliche bzw. fast gleiche Gestaltung. Am Hansaplatz sind die Wände diesmal in grau-beiger Farbe gehalten und anstatt Fliesen wurden hier Mosaiksteine verwendet. Kurz vor dem Erreichen der Station haben wir mit unserer U-Bahn die Spree unterquert. Diese ist auch fußläufig nicht weit von der Station entfernt. Hier befindet sich auch ein Naherholungsgebiet mit einem Uferweg. Direkt neben der Station, auf der gegenüberliegenden Seite der Altonaer Straße, befinden sich außerdem noch die katholische Kirche St. Ansgar und die Akademie der Künste, befindet sich ebenfalls in der Nähe. Und zu Fuß ist es dann auch nicht mehr weit, bis in den Tiergarten und zur Siegessäule. Der Eingang zum U-Bahnhof ist noch recht interessant, denn hier wurde ein größeres Gebäude angelegt, in dem sich unter anderem noch ein Supermarkt und weitere Geschäfte befinden. Wir steuern nun auf die einzige Station zu, an der die U9 Regionalverkehrszüge kreuzt.
Somit erreichen wir also die Station am Zoologischen Garten. Insgesamt ist die Station am Zoo wahrscheinlich der wichtigste Umsteigeknotenpunkt auf der gesamten U9. Zum einen besteht hier Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie 2, welche Pankow mit Ruhleben verbindet. Diese besitzt hier zwei Außenbahnsteige. Die Station der U2 liegt über der U9 und hier schließt sich auch noch eine Verteilerebene an, in der es auch einige wenige Imbissmöglichkeiten gibt. Oberhalb davon befindet sich ein großer und lebendiger Platz. Zum einen findet sich hier eine Bushaltestelle, an der zahlreiche Buslinien in alle möglichen Richtungen abfahren. Dahinter liegt dann auch der Bahnhof Zoologischer Garten. Zum einen besteht hier Anschluss zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7 und 9 und auch zu zahlreichen Regionalverkehrszügen. Die S-Bahnen und Regionalverkehrszüge verkehren allerdings in zwei getrennten Bahnhofshallen. Diese sind großzügig und verglast. In der Umgebung gibt es auch noch zahlreiche Geschäfte und Restaurants sowie ein Einkaufszentrum. Es stehen hier auch zwei über 100 Meter hohe Gebäude, zum einen das Waldorf Astoria Hotel und das Upper West. Nicht weit entfernt steht außerdem auf dem Breitscheidplatz die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die Ruine des Turms, welche heute noch 71 Meter in die Höhe ragt, steht hier als Mahnmal gegen den Krieg. Sie ist allerdings auch fußläufig von unserer nächsten Station gut erreichbar. Somit fahren wir also nun weiter zum Kurfürstendamm. Der Kurfürstendamm ist eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Einkaufsstraße in Berlin. Der Kurfürstendamm zieht sich einmal vom Breitscheidplatz aus bis zum S-Bahnhof Halensee. Allerdings befinden sich die wichtigsten Geschäfte und das Zentrum der Straße um die Station herum. Auch deshalb ist die Station durchaus gut frequentiert. Darüber hinaus besteht hier Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie 1, welche von der Ulanstraße aus zur Warschauer Straße verkehrt. Auch die U1 besitzt hier zwei Außenbahnsteige. Doch wir kehren zurück auf den Bahnsteig der U9 und fahren weiter Richtung Süden. Als nächstes erreichen wir dann den U-Bahnhof Spichernstraße. Auch hier besteht wieder Kreuzungsmöglichkeit zu einer Kleinprofillinie. Diesmal ist es die U3, welche die Warschauer Straße mit der Krummen Lanke verbindet. Auch hier besitzt die U3, wie bereits die U2 und die U1, Außenbahnsteige. An der Oberfläche finden wir dann zum einen in einem schicken historischen Gebäude die Universität der Künste in Berlin an der Bundesallee. Dahinter befindet sich das Haus der Berliner Festspiele. Beide Gebäude sind in eine Grünanlage integriert. Die nächste U-Bahn-Station, Günzelstraße, wollen wir dann überspringen, da sowohl die Gestaltung als auch die Oberfläche keine interessanten Gegebenheiten zu bieten hat. Somit erreichen wir als nächstes die Berliner Straße, an der die U9 die U7 kreuzt. Da dieser Abschnitt nach 1961 eröffnet wurde, gibt es hier auch mittlerweile wieder etwas interessantere Gestaltungen. Die Außenwände der Station sind hier mit roten Paneelen ausgekleidet. Das gilt hier auch wieder sowohl für die Ebene der U9 als auch für jene der U7. Die U7 verbindet Rathaus Spandau mit Rudow. Sie ist dabei die längste U-Bahn-Linie Berlins. Südlich der Station, ungefähr auf der Hälfte zwischen der Berliner Straße und der nächsten U-Bahn-Station, liegt der Volkspark Wilmersdorf. Eine Grünanlage, die sich wie ein Band hier durch den Stadtteil zieht. Da die Bundesallee an dieser Stelle den Park in zwei teilt, gibt es eine Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer, damit diese an dieser Stelle nicht die Straße überqueren müssen. Bundesallee trägt dann auch die nächste Station als Namen. Hier besteht Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn und an der Stelle wieder zur Ringbahn, wie bereits am Westhafen. Zusätzlich zu den S-Bahn-Linien 41 und 42 gesellt sich an dieser Stelle noch die S46, welche bis Westend verkehrt.
Parallel zur S-Bahn verläuft hier außerdem die Stadtautobahn A100. Der U-Bahnhof ist hier mit Paneelen in unterschiedlichen Blautönen ausgekleidet. Die Stationsdecke ist an der Stelle relativ flach gehalten. 640 Meter sind es von der Bundesallee bis zum nächsten U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz. Der U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz wurde in den vergangenen Jahren umgestaltet und damit optisch meiner Meinung nach deutlich aufgewertet. Die Wand ist größtenteils mit Fliesen in Weiß ausgekleidet, allerdings wird diese weiße Gestaltung von orangenen Fliesenstreben unterbrochen, welche dann Porträts von verschiedenen historischen Persönlichkeiten bzw. auch Plätzen zeigt. Auch die Deckengestaltung wurde dabei abgeändert. Somit gibt es hier nun Deckenleuchten in Anlehnung an Gestaltungsformen von Rainer G. Rümmler. Der Friedrich-Wilhelm-Platz, welcher an der Oberfläche liegt, ist ein kleiner Platz mit einer Grünanlage und ein paar Bushaltestellen. Zudem befindet sich auf ihm auch noch die Kirche zum Guten Hirten. Wir erreichen nun den Walter-Schreiber-Platz, welcher bis 1974 den Endpunkt der U9 darstellte. Der Stationsname ist hier auf großen weißen Lettern in roten Buchstaben an der Wand angebracht. Die Betonwand darunter ist schwarz grundiert. Und auch die Decke ist recht interessant mit einzelnen geschwungenen Bögen. An der Oberfläche befindet sich hier direkt am Ausgang des U-Bahnhofes ein Einkaufszentrum, das sogenannte Schlossstraßencenter. Und auch der S-Bahnhof Feuerbachstraße liegt nur knapp 250 Meter vom U-Bahnhof entfernt. Bei unserer U-Bahn schließen sich nun die Türen und wir verlassen den U-Bahnhof. Wir erreichen nun unseren vorletzten Halt, den U-Bahnhof Schlossstraße. Dieser befindet sich aktuell immer noch mitten im Modernisierungsprozess, was man ihm auf jeden Fall anhand der nackten Betonwände ansehen kann. Auf der anderen Seite sind immerhin schon Wände mit bunten Fliesen angebracht. Die Sanierung des U-Bahnhofes läuft bereits seit dem Jahr 2016. Die jeweiligen Richtungsbahnsteige der U9 liegen hier im Übrigen übereinander. Der Grund dafür sind Bauvorleistungen der ursprünglich mal geplanten U10, welche bislang nicht verwirklicht wurde. An der Oberfläche hier befindet sich ein weiteres Einkaufszentrum, dieses Mal mit dem Namen Boulevard. Hier steht außerdem noch der sogenannte Bierpinsel. Dieser ist ein 47 Meter hoher Turm bzw. Gebäude, gestaltet in Pop-Architektur. Er kommt somit auch relativ bunt daher. In dem Gebäude befand sich lange Zeit ein Restaurant, allerdings steht es aktuell leer. Wir machen uns nun auf den Weg zum letzten U-Bahnhof am Rathaus Steglitz. Auch dieser U-Bahnhof wurde in den letzten Jahren saniert. Er hat nun Fliesen erhalten, zum einen mit einer weißen Grundierung, auf der sich dann ein rotes Band entlang zieht, wo auch die Stationsaufschrift zu finden ist. Dazu gesellen sich dann noch schwarze Kreise bzw. Sechsecke. Und auch an der Decke sind nochmal runde Formen angebracht. Genau wie an der Schlossstraße gibt es auch hier Bauvorleistungen für die U10. Am Rathaus Steglitz besteht Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie 1, welche Wannsee mit Oranienburg verbindet. Des Weiteren gibt es umfangreiche Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen Buslinien. Da hier so viele Buslinien verkehren, gibt es sogar einen extra Busbahnhof. Dieser ist hier überbaut und bietet auch schnelle Umsteigemöglichkeiten zur U-Bahn. Und natürlich befindet sich in der Umgebung auch noch das namensgebende Rathaus von Steglitz. Dieses wurde zwischen 1896 und 1897 im Stile der Neogotik erbaut. Hinter dem Bahnhof fahren die Züge der U9 dann in eine Wendeanlage, um dann wieder auf der anderen Seite an ihre Startposition zu gelangen. Und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche Freitag zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.